vorstellen, was wir in den letzten Jahren und Semestern hier an der HTW im Bereich des Lernteam-Coachings umgestellt haben. Für diejenigen unter Ihnen, denen das Wort Lernteam-Coaching vielleicht noch gar nicht sagt, möchten wir mit einer kurzen Einführung starten. Also die Idee beim Lernteam-Coaching ist, dass man wegkommt von der üblichen Frontalbeschallung in Form von Vorlesungen oder Großgruppenübungen und stärker die Studierenden aktiviert, selbst etwas zu tun. Dazu geht das Lernteam-Coaching in drei Phasen vor, die immer wieder durchlaufen werden und die eben das selbstgesteuerte Lernen ermöglichen und unterstützen sollen. Diese drei Prozesse sind, dass man den vordefinierten inhaltlichen Stoff erstmal versucht, alleine zu erarbeiten, dass man dann Fragen, die man alleine nicht klären konnte, in dem Lernteam, in dem man das ganze Semester über gemeinsam arbeitet, klärt und dass erst im dritten Schritt der Kontakt mit der Lehrperson zum Tragen kommt, die dann eben in sogenannten Coaching-Sessions die Fragen, die dann noch offen geblieben sind, mit den Studierenden gemeinsam erarbeitet. Das Ganze haben wir nicht erfunden, sondern da ist Herr Fleischmann der Vorreiter und wir sind sehr stolz, dass wir das eben an der HTW so auch umsetzen können. Ja, wir haben aus der Literatur uns natürlich erstmal damit beschäftigt, was spricht für das Lernteam-Coaching, aber eben auch, was sind Probleme. Und man kann eben sagen, dass die Literatur berichtet, dass die Motivation sehr dadurch gestärkt wird und dass die Lehrenden intensiver lernen, dass sie aktiver sind und auch, dass wir einen Erfolg verzeichnen können, der sich sogar in der Teilnahme an Klausuren und auch in den Durchschnittsnoten der Klausuren widerspiegelt. Tatsächlich zeigt auch unsere Erfahrung, dass ein Großteil der Fragen, die gerade im Bereich Statistik auftauchen, von den Studierenden untereinander geklärt werden, sodass die traditionelle Last, die man in so einer Präsenzveranstaltung hat, weg von den Lehrenden hin zu den Studierenden geht. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl, denn ich weiß nicht, ob hier auch Menschen zuhören, die eben Mathematik oder Statistik unterrichten. Und da sage ich immer so, ich könnte eigentlich zu einem Großteil der Fragen, könnte ich Schilder bauen. Und wenn sich jemand meldet, kann ich sagen, passen Sie auf, das ist doch garantiert hier Ihre Frage. Und das, diese Flexibilität, dass ich eben nicht mehr das Ganze vortexten muss, das liefert mir einen unglaublichen Spielraum, um wirklich bei jedem Team individuell auf die Probleme, die auch wirklich vorhanden sind, einzugehen. Ja, zusätzlich ist das Schöne am Lernteam-Coaching, dass nicht nur die fachlichen Kompetenzen und das Fachwissen gefördert werden, sondern dass man auf eine elegante Art und Weise eben auch soziale Kompetenzen triggern kann und dass die Studierenden davon sehr profitieren. Traditionell, wenn ich jetzt über eine reine Präsenzveranstaltung im Lernteam-Coaching spreche, dann sind das natürlich Dinge wie Gruppenarbeit, wie Frustrationstoleranz, wie Kommunikation und ähnliche Dinge. Aber jetzt im Jahr 2020 und 2021 kamen eben auch verstärkt digitale Kompetenzen zum Tragen. Auf die komme ich aber gleich noch. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass es im Lernteam-Coaching auch Probleme gibt. Also wir haben das an der HTW so umgesetzt, dass wir die Studierenden zu Beginn des Semesters in Zehnergruppen eingeteilt haben. Und in diesen Zehnergruppen hat es an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich gekracht. Wir haben da auch wieder die Selbstständigkeit der Studierenden im Blick gehabt und haben eben festgelegt, dass die Gruppe selber mit den auftretenden Problemen klarkommen muss und dass aber, wenn die Gruppe sagt, dass eine Person eben so nicht mehr mitmachen soll, weil das einfach nicht funktionierte und die Person dem auch zugestimmt hat, dann konnte die Person das Lernteam verlassen und konnte sich dann eben alleine auf die entsprechenden Inhalte vorbereiten. Das Zweite ist, da komme ich hinterher auch nochmal drauf zu sprechen, wir merken,
dass die Qualität des Lernteam-Coachings, obwohl es schon deutlich weniger ist als in der klassischen Frontalveranstaltung, dass wir immer noch eine Abhängigkeit von der Kompetenz, von der Begeisterung des Lernberaters oder der Lernberaterin haben. Also wenn zwei Menschen Lernteam-Coaching machen, dann heißt das noch lange nicht, dass da auch dasselbe rauskommt. Und durch die kontinuierliche Arbeit im Modul Statistik, also da ist es so, dass wir alle 14 Tage die Gruppe eingeladen haben, also es war immer alles freiwillig, aber wir haben sie eingeladen, dass sie ein Übungsblatt mit ungefähr 3 Aufgaben gemeinsam bearbeiten und dann abgeben können. Und da haben wir schon von den Kollegen und auch von den Studierenden gehört, dass diese Fokussierung auf das Modul Statistik dazu geführt hat, dass sie das Gefühl hatten, für andere Veranstaltungen jetzt weniger Zeit zu haben oder dass die einfach die dann eher nach hinten verschoben haben. Ja, ich denke, wir müssen ein wenig mehr ins Detail gehen, damit ich Ihnen erklären kann, wie wir das an der HTW umgesetzt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Moment noch ein sehr abstraktes Konstrukt ist. Also wie ich erwähnte, wir haben zu Beginn des Semesters die Studierenden in 10er-Gruppen eingeteilt. Das, um sich so ein bisschen die Dimension klar zu machen, wir haben im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen üblicherweise ungefähr 120 Studierende, sodass wir am Anfang 12 Lernteams eingeteilt haben. Und wir arbeiten an der Fachhochschule immer in 40er-Gruppen, das sind unsere Züge. Traditionell hätte jede 40er-Gruppe 4 Unterrichtseinheiten Statistik, die schon immer so eine Mischung aus Vorlesung und Übung waren, weil man Statistik nicht als Vorlesung unterrichten kann, meiner Meinung nach. Und wir haben das dann eben so gemacht, anstatt 4 Stunden jeweils 40 Leute im Raum zu haben, haben wir jedem Lernteam eine Kontaktzeit in Höhe von eben einer Unterrichtsstunde 45 Minuten eingeräumt. Das klappt organisatorisch auch ganz hervorragend, hat für die Studierenden natürlich den Vorteil, dass sie nicht mehr 3 Stunden da sitzen müssen, sondern nur noch 45 Minuten und den Rest der Zeit eben organisiert selbst lernen können. Das ist so das Organisatorische und wie gesagt, wir haben uns jede Woche getroffen und es wechselte immer. Eine Woche war Coaching-Termin, wo einfach die offenen Fragen geklärt wurden. Eine Woche Testartermin. Das bedeutete, dass die Gruppe ihre Bearbeitungen hochladen musste in unser E-Learning-System. Ich habe mir die dann angeguckt und habe dann die Leute präsentieren lassen, ihre Ergebnisse und auch Fragen jenseits der Aufgaben gestellt. Das war immer in einer Dreiviertelstunde sehr gut machbar. Ich habe immer gesagt, 20 Minuten Präsentation und 20 Minuten für mich zum Fragen. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn ausreichend Materialien zum Selbstlernen vorhanden sind. Das ist bei uns im Modul Statistik so geregelt. Es gibt eben ein Vorlesungsskript, das aber eben wirklich ausformuliert ist. Da sind auch Übungsaufgaben drin mit ausführlichen Rechenwegen zur Lösung. Dann gibt es für jede der Inhalte, die in diesem Vorlesungsskript auftauchen, gibt es Videos, wo ich eben das Ganze nochmal erkläre. Und es gibt einen Zeitplan, wo der Gruppe oder wo alle Studierende sehen können, was ist das Thema in dieser Woche, beziehungsweise wir haben es dann immer in 14-tägigen Abständen gemacht, damit die so 14 Tage einen Block bearbeiten konnten. Was sind die zusätzlichen Übungsaufgaben, die da bearbeitet werden mussten? Und es gab eben immer in so einem 14-Tages-Block das besagte Testat mit den 3 Übungen, wo dann eben auch die Präsentation drüber erfolgte. Wie gesagt, alles ist freiwillig gewesen, also niemand musste am Lernteam-Coaching teilnehmen, aber es gab eben keine gesonderten Präsenztermine. Auf individueller Ebene über Microsoft Teams oder über Moodle, über E-Mail und sonst was war eine Kontaktaufnahme jederzeit möglich, aber es gab eben so keine gesonderten Präsenztermine. Wir haben dann einen Anreiz gesetzt, dass wir gesagt haben, wenn eine Gruppe, und das war wirklich ein Gruppenanreiz, wenn eine Gruppe
von 7 Testaten 6 so bearbeitet hat, dass wir gesagt haben, da ist erkennbar, dass sie sich mit diesem Stoff auseinandergesetzt haben. Dann haben wir einen Bonus von 5 Prozentpunkten auf die Klausurleistung aller Klausur, aller Gruppenteilnehmer gegeben. Und zum Verständnis, also 40% ist bei uns an der HTW die Bestehensgrenze und es geht dann hoch bis 100% für eine 1,0. Das heißt, das würde ich auch jedes Mal wieder so machen. Das ist ein Anreiz, der ist zu Beginn des Semesters attraktiv, aber ich kann mittlerweile tatsächlich nachweisen, dass das nicht kriegsentscheidend ist. Also ich habe ein paar Kollegen, die immer Angst haben, ja, bestehen da nicht alle nur wegen des Lernteam-Coachings? Ich muss sagen, da hätte ich überhaupt kein Problem mit, denn wenn eine Person das Semester über tatsächlich sich mit dem Stoff auseinandersetzt und dann aus irgendwelchen Gründen in dieser punktuellen Beurteilung in der Abschlussklausur die 40% alleine nicht schafft, ist das für mich auch ein Nachweis von Kompetenz, den diese Person in dem Semester erworben hat. Ja, dann kam das besagte Sommersemester 2020 und natürlich sind wir auch so ein bisschen kopflos im Ende Februar, Anfang März durch die Gegend gelaufen und haben uns überlegt, was machen wir nur? Und haben dann aber im Statistikmodul festgestellt, dass der Aufwand sich tatsächlich im Rahmen hielt. Also wir haben eben Gott sei Dank an der Hochschule sofort Microsoft Teams eingeführt und konnten das dann eben unseren Studierenden zur Verfügung stellen. Also wir haben dann mit Kanälen gearbeitet. Jedes Lernteam hatte seinen eigenen Kanal, wo auch nur das Lernteam Zugriff drauf hatte. Wir haben dann eben die Coaching- und die Testat-Sessions über Microsoft Teams Besprechungen abgehalten und wir haben auch festgestellt, dass das tatsächlich auch dazu geführt hat, dass die Interaktion mit den Lehrenden stark zugenommen hat. Also ich weiß, dass öfter eben die Gruppe in dem Kanal ein Meeting gemacht hat, eine Videokonferenz und es gibt ja in Teams die Funktion, dass man Menschen zu den Besprechungen einladen kann. Und ich habe immer gesagt, ne, also versucht's, wenn ich nicht kann, dann kann ich halt nicht teilnehmen, aber ansonsten ist das schön und es hat wirklich im Laufe des Semesters sich gezeigt, dass da auch die Anfragen kamen und solche Sachen finde ich immer sehr schön, wenn man dann eben mit den Studierenden direkt interagieren kann. Auch die Chats die Chat-Anfragen haben deutlich zugenommen und das ist für mich eigentlich auch ein ganz schönes Instrument, weil ich auch finde, dass so eine Instant-Message über Teams leichter zu beantworten ist als ne, E-Mail-Programm aufmachen, eine E-Mail zurückschreiben. Also das ist sicherlich persönlichkeitsabhängig, aber ich finde das eine gute Art der Kommunikation. Ja, das Ganze haben wir dann auch begonnen zu evaluieren und zum Teil der Evaluation macht jetzt der Sebastian frei weiter, weil er den Evaluationsansatz maßgeblich gestaltet hat. Ja, ja, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Frey. Könntest du dich muten? Weil ich höre nicht, wie ich hatte. Ja, eine Sekunde. Ich muss noch mal schauen, wo. So, jetzt ist besser. Vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Frey, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HTW Saar, das noch nicht so lange. Ich habe vorher da schon berufsorientiertes Praktikum gemacht und bin dann als Hiwi dazu gekommen. Und schon in der Zeit habe ich da die Umstellung der didaktischen Methodik, vor allem im Modul Statistik, begleitet. Und wir haben uns dann irgendwann aktiv dafür oder dafür entschieden, diese Umstellung auch zu evaluieren. Das ist erstmal ein Prozess oder beziehungsweise ein Punkt, den muss man sich ganz bewusst machen, weil das bedeutet natürlich dann auch Arbeit und Ressourcen, die da investiert werden. Und das ist jetzt nicht so, dass an unserer Hochschule sozusagen eine Stelle oder dass die Stelle nur mit der Evaluation betraut ist, sondern das ist ein, sage ich mal, ein Teilgebiet. Demzufolge ist die Evaluation auch noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir sind immer noch aktiv daran, die ganzen Daten aus den mittlerweile verschiedenen Semestern und aus den verschiedenen Evolutionsprozessen und Schritten, Zwischenschritten, dazu komme ich gleich noch,
aufzuarbeiten und mit dem Ziel, dann sie im Endeffekt dann auch ordentlich zu publizieren und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Und ja, das soll zeitnah möglichst erfolgen, wie wir alle wissen. Gerade auch jetzt mit Corona, wenn die Lehre sozusagen akut umgestellt werden muss, dann gehen solche Projekte immer ein bisschen in den Hintergrund und ja, werden ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist sehr schade, das wollen wir in Zukunft auf jeden Fall ändern. Zum Ablauf, wir haben uns hier für ein Quasi-Experiment entschieden, das aus dem einfachen Grund, wir wollten niemanden, der am LTC oder am Lernteam-Coaching, ich werde es wahrscheinlich öfter als LTC abkürzen, wollten wir niemanden ausschließen, daher sozusagen hier der Quasi-experimentelle Charakter. Insgesamt hatten wir in dem Modul Statistik aus dem Sommersemester 150 Teilnehmer, Teilnehmerinnen und wir haben 3 Messzeitpunkte sozusagen dann auswerten können, längsschlittlich und zu diesen 3 oder beziehungsweise Probanden, Probandinnen, von denen wir dann wirklich relevante Daten generieren konnten, waren 29. Ja. Die Längsschnittuntersuchung, daher, wir wollten aus dem Wirkmodell oder beziehungsweise mit dem Wirkmodell, das wir uns überlegt haben, wollten wir die Veränderung identifizieren und das nach Möglichkeit auch formativ. Also das heißt zu den einzelnen Erhebungszeitpunkten und zu den unterschiedlichen Erhebungsmethoden sollte dann ebenfalls ja, Interventionen oder Korrekturen möglich sein. Das kann ich an einem kurzen Beispiel mal verdeutlichen. Wir sind am Anfang, ich gucke mal auf die Uhrzeit, nicht, dass ich so viel ins Quatschen komme, aber wir sind am Anfang zum Beispiel auch direkt erstmal in die Lernteams gegangen und haben uns mit den Studierenden unterhalten, wie die denn, was ganz breit, ein ganz qualitativer Interviewcharakteransatz, also wirklich ohne zielgerichtet da irgendwelche Erhebungen durchzuführen. Und dort sind dann solche Probleme auch aufgekommen, dass das Lernteam-Coaching nur schwer zum Beispiel mit einem Arbeitsalltag in Verbindung zu bringen ist. Weil wenn Sie feste Termine A in den Gruppen, B für die wiederkehrenden Phase, Testatbearbeitung und so weiter haben und Sie haben einen Nebenjob nebenher oder arbeiten auch mehr, dass das sehr schwierig ist, gerade in Angestelltenverhältnissen, die ein bisschen Flexibilität erwarten. Das waren so Sachen, die hatten wir gar nicht auf dem Schirm, wo wir dann dachten, okay, das muss auf jeden Fall miterhoben werden. Und das hat dann auch in den Survey, in den Fragebogen Einzug erhalten. Zum Wirkmodell, da haben wir Vorüberlegungen theoretischer Natur, die auf Eccles und Wickfield beruhen, getroffen und da vornehmlich auf der Schrift zu oder beziehungsweise auf den Ausführungen zu Motivational Beliefs, Values and Goals. Das ist eine Publikation aus dem Jahre 2002 und wir haben dann in unser Wirkmodell die aktuelle Motivation und die Einstellung bezüglich Arbeiten im Team als Überbegriff sozusagen als oder beziehungsweise dann als Moderatoren aufgenommen. Zur aktuellen Motivationsmessung, da haben wir auf ein bekanntes Instrument zurückgegriffen. Das ist sozusagen also keine Eigenentwicklung von uns gewesen. Da haben wir uns an den Fragebogen zur Erfassung aktueller Motivation in Lern- und Leistungssituationen, kurz FAM, von Rheinberg und Kollegen aus dem Jahr 2001 gehalten. Das beinhaltet, glaube ich, in der Fassung der letztendlichen 18 Items und hat 4 Subskalen zu den einzelnen Konstrukten oder zu den einzelnen Motivationen. Aber das sehen wir gleich noch in dem Wirkmodell. Dazu muss man sagen, dieses Wirkmodell, wie gesagt, ist seit 20 Jahren sozusagen in Betrieb, ist auch gut evaluiert worden in verschiedenen Maßnahmen. Was auffällt, wenn man die Publikation zu dem Thema sieht, dass die einzelnen Skalen keine komplette Unabhängigkeit haben. Also das muss man damit anführen, dass man da eventuell oder beziehungsweise dass man das im Hinterkopf behält.
Die ersten Erhebungsversuche waren noch klassisch Pen and Paper. Wir haben da wirklich, sind dann in die Hörsäle gegangen oder nach, in Anschluss an die einzelnen Sitzungen, Testato oder an den Lernteams, haben dann die Zettel verteilt. Und aufgrund der aktuellen Lage sind dann irgendwann auf eine virtuelle Version oder auf eine digitale Version der Erhebung umgegangen. Die HTW hat da ein Tool, das nennt sich Online-Survey. Aber das ist nicht HTW-exklusiv, das haben ganz verschiedene andere Hochschulen auch die Möglichkeit. Was an uns oder bei uns an der Hochschule hochschulintern angeboten wird, sind sogenannte Teaching Analysis Polls. Das wird in regelmäßigen Abständen, kann man seine eigene Veranstaltung dort bei hausintern sozusagen anmelden. Dann kommt ein Kollege, eine Kollegin in Anschluss meistens an die Vorlesung in den Hörsaal. Die dozierende Person verlässt den Hörsaal und dort werden dann auch in einem Interviewcharakter Erhebungen oder beziehungsweise Aussagen zu dem Modul aufgenommen. Da werde ich am Ende noch ein bisschen was draus zitieren, falls Zeit bleibt. Aktuell Durchführung des Experiments läuft im Modul Mathematik und da haben wir aufgrund einer zufälligen Konstellation sogar die Möglichkeit, mit einer Kontrollgruppe zu arbeiten. Das ist sehr interessant, dass sozusagen wir dann den Status eines richtigen Experiments hinbekommen würden. Das ist so, was im Moment noch oder beziehungsweise jetzt im Wintersemester ansteht. Hier nochmal kurz das Wirkmodell aufgegriffen. Wie schon gesagt, wir haben uns die Einstellungen bezüglich Gruppenarbeit und die aktuelle Motivation als Moderatoren oder beziehungsweise die identifiziert als potenzielle Motoren. Was uns natürlich besonders interessiert, ist, wie Interesse auf dann Interesse als Outcome wirkt. Also wie sind da Konstellationen, die man sich vorstellen kann, was bewirkt ein hohes Interesse, was ein niedriges, was bewirkt intrinsisches oder extrinsische Motivationsfaktoren. Da sind solche Leistungen oder beziehungsweise solche Outcomes sehr interessant für uns. Wir sehen hier nochmal die vier Skalen, die zur aktuellen Motivationsmessung herangezogen wurden. Und wie gesagt, das ist das Instrument von Reinsberg und Kollegen. Da ist der Knopf. So. Wie gesagt, das Längsschnittdesign war in der theoretischen Annahme mit 5 Messzeitpunkten angeraumt. Was dann letztendlich in die Datenanalyse gekommen ist, waren die Messzeitpunkte T1, T2, T4. Bei T3 haben wir festgestellt, dass wahrscheinlich aufgrund der Konfundierung mit Klausurvorbereitung und so weiter, dass dort die Teilnehmerzahlen zu gering war und ein Follow-up im Wintersemester, da war auch die Resonanz ganz, ganz schlecht, so nach dem Motto, das interessiert mich das von letztem Semester. Deswegen sind die endgültigen oder beziehungsweise die Messzeitpunkte sind eben nur die 3. Und genau, Ziel ist eben den Entwicklungsprozess über die Messzeitpunkte zu identifizieren. Zu denen kommen wir auch gleich. Die Konstruktion zum Fragebogen, da bin ich ja gerade schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Wie gesagt, wir haben uns da an den FAM gehalten. Hier steht mal ja genau, 18 Items waren. Und wir haben den sozusagen erweitert für unsere Bedürfnisse. Das heißt, wir haben eine 6-stufige Likert-Skala benutzt, haben noch Biografiedaten erhoben. Und eben die von unserem Wirkmodell oder von unseren Annahmen getroffene entsprechende Items kreiert. Und damit wir sozusagen auch den Verlauf des Individuums wiedergeben können, haben wir uns auch noch ein Pseudonymisierungssystem überlegt, in dem wir dann später die einzelnen Probanden sozusagen zuordnen können zu den einzelnen Messzeitpunkten. Das alles natürlich mit Datenschutz konform, das wurde auch hausintern mit der Datenschutzbeauftragten konstruiert, war ein relativ großer Aufwand, um dort alle Vorgaben zu erfüllen, aber hat letztendlich ganz gut funktioniert. Insgesamt sind wir dann bei 33 Items
gelandet und wir hatten verschiedene Pre-Test-Stufen. Also wir haben zuerst mal geguckt so nach Richtung Reliabilität, also interne Konsistenz und sind dort in der schlechtestmöglichen Konstellation sozusagen waren wir da bei Punkt 7.2. Wir hatten aber auch in einem Zwischenstadium Werte Punkt 8, Punkt 9 erreicht, sodass wir da relativ zufrieden sind. Wie gesagt, zunächst war das mit Papier und Stift klassisch. Da waren das der Vorteil von Papier und Stift ist, dass sie halt kaum Dropouts haben. Wenn jemand drin ist, wird er oder in allen, aller Erfahrung nach, wird er das auch mittragen, die Beantwortung. Und bei den digitalen Versionen ist dann halt immer eine große Zahl von Leuten, die eben dann nicht dran teilnehmen. Kommen wir kurz zu den Ergebnissen, vor allem mit Blick auf die Uhr. Ich wurde gerade schon darauf hingewiesen, ein bisschen Gas zu geben. Was für uns sehr interessant war, war die Mittelwertentwicklung bei Interesse. Und das nimmt über die Messzeitpunkte deutlich zu. Also Sie sehen ja hier, da ist eine deutliche Steigerung zu vernehmen. Umgekehrt verhält es sich mit der Einstellung bezüglich Gruppenarbeit. Dort nimmt es ab. Wir interpretieren das so ein bisschen, wie auch in anderen Studien zu dem Thema aufgegriffen wurde, dass am Anfang, wenn irgendwas Neues kommt, dann ist es interessant und später, wenn es dann halt in Arbeit ausartet, dann nimmt die Einstellung dazu auch ab. Also das könnte ein möglicher Faktor sein, dass dann sozusagen die Realität zuschlägt. Was für uns sehr interessant genommen haben, ist die Mittelwertdarstellung bei der Summe Punkte Klausur von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am LTC und eben nicht. Das, denke ich, spricht Bände. Und was sich bei uns als Prädiktor für Klausurnote, ich sehe es gerade, die statistisch signifikant. Wir haben ein sehr sehr kleines N. Deswegen wäre ich da mit der Signifikanz eher vorsichtig. Das müssten wir an größeren Probandenzahlen oder Probandenzahlen nochmal dann relativieren. Was für uns sehr interessant war, weil wir verschiedene Zulassungsmöglichkeiten haben, wie man bei uns studieren kann, ist eben, dass der Prädiktor für die Klausurnote direkt am Schulabschluss Abnahme. Das war für uns aufschlussreich und genau. Und wenn wir uns die einzelnen Interessensteigerungen oder beziehungsweise auch die Art des Studierens mit dem LTC nochmal angucken, die Items, dann fällt auf, dass vor allem hier das durchweg oder mehrheitlich positiv aufgefasst wurden. Und wenn man die Interessensteigerung guckt, dann bewegt die sich auch in den durchweg positiven Bereich. Für den Ausblick, ich könnte, aber ich denke, auch mit Hinblick auf die Zeit werde ich leider auf die Zitate aus dem Teaching Analysis Poll konkret verzichten müssen, aber die waren auch durchweg positiv. Es wird halt sehr stark sozusagen von dem Arbeitsaufwand, das ist so was negativ ist, aber die Leute, wenn sie dranbleiben, haben durchweg positive Einrichtungen. Und in der Corona-Zeit die Möglichkeit, einen Kontakt mit einer festen Gruppe zu haben, auch mit den Lehrenden, wird sehr, sehr positiv aufgenommen und fängt so ein bisschen das Negative der Virtualisierung der Lehre ab und hat gewisse Socializing-Aspekte, die, wie gesagt, sehr positiv von den Studierenden aufgenommen werden. Ganz herzlichen Dank für diesen Input. Sehr spannend. Wir haben eine Frage im Chat und zwar, inwieweit war es ein Problem, dass mehrere Plattformen, Moodle, Teams, WhatsApp zum Einsatz kamen, um das digitale LTC abzubilden? Ich habe gerade einen anderen Ton auf dem Kopf, deswegen bin ich jetzt nicht sicher. Die Frau Pollmann hat schon geschrieben, dass es vollkommen unproblematisch war. Ja, also da hatten wir auch keine Probleme, die zu berichten. Die Studierenden haben sich teilweise selbst organisiert, teilweise die Angebote der Hochschule genutzt und waren eigentlich durchweg da gut organisiert und auch zufrieden. Mhm. Dankeschön.
Haben Sie noch Fragen? Dann stellen Sie sie gerne nochmal in den Chat. Wir sind jetzt aber allerdings auch schon am Ende der kommen. Ich würde trotzdem noch eine einzige Frage nochmal stellen. Wenn Lehrende jetzt neu starten würden und überlegen, dieses Format auch selber einzusetzen, was würden Sie ihnen empfehlen? Ich glaube, da lasse ich die Lehrende zu Wort kommen. Ja, also es gilt, also das Ganze steht und fällt mit der Qualität der Selbstlernmaterialien. Also der Aufwand für die Durchführung des Lernteam-Coachings, der ist wirklich, wir sagen immer, kapazitätsneutral, ne? Jedenfalls in so einer Konstellation, wie es bei uns war. Aber der Aufwand, die Materialien zu erstellen, das ist eine echte Investition. Also wir hatten es eben Gott sei Dank vorher schon größtenteils fertig. Aber das ist etwas, das darf man nicht unterschätzen. Und da sollte man sich auch Unterstützung holen. Also wir haben jetzt durch Corona das Modul Mathe 1 umgestellt. Und da haben wir mit 3 Mann, also wirklich fast Tag und Nacht dran gesessen, um das Skript selbst lernfähig zu machen, um die Videos zu drehen, um die Aufgaben für die Testate zu machen, die gegenzurechnen. Das war, unsere Studiendekanin hat es gestern Abend als Selbstausbeutung bezeichnet. Aber wir haben eben gesagt, ne, die jetzt im Oktober 2020 zu uns gekommen sind, im Wirtschaftsingenieurwesen, die hatten ja schon eine fürchterliche Schulabschlusszeit. Und wenn wir die dann in Mathe im ersten Semester verloren hätten, dann da würden wir ja noch jahrelang dran knaspern. Und deswegen haben wir uns da einen echten Kraftakt geleistet. Ja, genau. Und da kommt auch schon gerade eine Frage zum Coaching in Mathematik aus. Ja, das ist schön. Also wir haben in Corona in Mathe mit dem Lernteam-Coaching wirklich große Erfolge gefeiert. Wir haben dann auch noch mehr Zeit in Socializing gesteckt, also wirklich mit Veranstaltungen innerhalb des Lernteams zum Kennenlernen und regelmäßig diese Coaching-Zeit, die man da hat, wo man nicht unbedingt alles in Fachliches stecken muss, die haben wir auch das ganze Semester über immer wieder genutzt, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das wurde sehr, sehr hoch anerkannt. Ja, dann ganz herzlichen Dank auch hierfür. Ich kann das eigentlich auch nur aus meiner Erfahrung auch bestätigen mit den Selbstlernmaterialien. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für diesen Vortrag und bei den Teilnehmenden fürs Zuhören und für die Fragen und wünsche noch einen schönen Festival. Nachmittag. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.